Ja, also wir führen diesen Prozess natürlich jetzt nicht in Hessen, irgendwelchen wir oder welchen, sondern weil wir uns berechtigt dagegen wehren, hier mit solchen Methoden, undemokratischen Methoden, diskriminiert zu werden, behindert zu werden, unterdrückt zu werden. Das betrifft eigentlich jedes Mitglied und jeden, der sich für die MEPD einsetzt. Jeder wird das merken. Er wird von einem Dunstwall des Anlexkommunismus begleitet, er wird behindert, er wird belächelt, er wird in der Presse entsprechend diffamiert. Und darum geht es letztlich, dass wir uns das nicht bieten lassen. Wir klagen speziell jetzt gegen ein Buch, das ist ein Zivilprozess. Die Behauptungen, die sie da stellen, die sind sehr, ja, das ist sehr weitgehend. Das ist so eine ganz einfache Logik, die da drin ist. Da gab es der Stalinismus, der wird da als Verbrechen dargestellt. Ja, und da wir das nicht akzeptieren, diese Darstellung des Sozialismus, der ehemaligen sozialistischen Ländern, geht man automatisch davon aus, dass wir auch die Verbrechen für gut halten, die im Sozialismus passiert sind. Und aufgrund dessen versucht man dann auch mit dieser Logik alles, was bei uns gemacht wird, unter diesem Gesichtspunkt zu deuten. Ja, das ist dann automatisch so, dass also der Parteivorsitzende muss also ein Diktator sein, der also seine Mitglieder physisch und psychisch unterdrückt und auch angeht. Das ist also steht in dieser Klage auch drin, ne, also in dem Buch auch drin, dass man also Mitglieder von uns physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt werden, dass sie Zwangsspenden abliefern müssen mit Zwangsmethoden. Eine Zwangsmethode ist, Spenden zu veröffentlichen, weil das würde indirekt Druck auf die ausüben, die nicht spenden und so weiter. Diese Argumentation ist natürlich, wenn es schon Wissenschaftler ist, sehr merkwürdig. Man müsste heute die ganze katholische Kirche, die CDU und alle Christen im Grunde genommen dieser Verbrechen, der Hexenverbrennung, der Inquisition bezichtigen, nur weil sie damals nachweislich diese Inquisition betrieben haben. Das macht natürlich kein Mensch. Man müsste auch die SPD anklagen, wegen faschistischer Methoden. Wir haben immerhin im Jahr 1920 5000 Arbeiter, Bergleute hier erschießen lassen, standrechtlich, zusammen mit Faschisten, die vorher gegen sie geputscht haben. Das haben wir auch immer nicht zugelassen, dass so argumentiert wird. Diese sogenannte Sozialfaschismus-Theorie wird bei uns in der Literatur auch grundsätzlich abgelehnt. Das ist keine wissenschaftliche Methode, das ist so eine deduktive Methode, wo man sagt, also wenn das so ist, dann müssen alle oder irgendwie solche Meinungen vertreten. Das halten wir so nicht für richtig, aber auf uns wird das angewendet. Das ist der Kern dieser antikommunistischen Geschichtsfälschung, dass man sagt, da sind irgendwelche Verbrechen passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass da verschiedene Leute mit ihrer Funktion Missbrauch begangen haben, auch im Sozialismus. Da waren sicherlich auch viele Kleinbürger dabei, Leute, die Karrieristen, Bürokraten. Das war ein ständiger Kampf im Sozialismus, das wissen wir. Und deswegen hat es auch diese Verbrechen gegeben, aber das System ist deswegen nicht verbrecherisch. Und der Sozialismus ist die Ideologie der Freiheit, der Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung. Das ist die Ideologie der Befreiung der Frau von der Unterdrückung der Frau. Es ist das System der Befreiung, der nationalen Befreiung von Ländern, die von imperialistischen Ländern unterdrückt und ausgebeutet werden. Und es ist also die Ideologie der Freiheit. Und die werden wir verteidigen und werden sie nicht besudeln lassen von so etwas. Und wir werden auch alle Leute in Schutz nehmen, die sich für diese Freiheitsideologie in den Kampf einsetzen. Und darum geht es letztlich bei dieser Klage. Ich meine, was ich jetzt gelesen habe da von dem Gegenargument, das sagt, das ist eine bloße Meinungsäußerung, wenn man behauptet, ich wäre ein Sektenführer, also ich weiß nicht, ein Sektenführer, weiß nicht, woran sie das festmachen, beweisen sie ja auch nicht, ne? Und dann Personenkult, da muss es also eine Person sein, die so einen Kult mit sich machen lässt, und dann müssen auch Leute da sein, die das machen. Das ist eine Diffamierung aller unserer Mitglieder, also alle Leute, die bei uns in der Partei tätig sind. Und ich meine, so lassen wir mit uns nicht rumspringen. Ne? Wir haben in unserer Partei einen Stil, und seit ich in dieser Partei Mitglied bin, ist das ein Stil, wo wir immer auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten, wo keine Unterschiede, rechtliche Unterschiede zwischen Mitgliedern und Funktionären existieren, wo Funktionären zu einem bescheidenen Lebenswandel angehalten sind, ja, und sich auch für die Sache einsetzen. Ein zweites Argument ist das Argument, wir hätten eine Kontrollkommission, das ist ein zentrales Argument, und wir hätten die Lehre von der Denkweise, das wären praktisch die Methoden, mit denen ich meine Meinung immer durchsetze, weil ich immer Recht hätte nach diesem Ding. Und nur muss man diesen Leuten vom Verfassungsschutz machen, die sollten sich mal in einem Industriebetrieb bewegen,
Da ist inzwischen Controlling eine wichtige Funktion. Das ist ein Beruf inzwischen, da kann man studieren. Es gibt in keinem Großbetrieb mehr einen Betrieb ohne Controlling. Controlling ist eine ganz normale wissenschaftliche Methode, sich selbst zu überprüfen und zu überprüfen, ob nach dem Richtigen gearbeitet wird. Das ist in der Wissenschaft üblich, dass man Controlling macht. Jeder Wissenschaft muss sich kontrollieren, muss sich messen lassen an bestimmten Grundsätzen. Und was machen wir auch? Wir kontrollieren, ob wir wissenschaftlich arbeiten. Um welche Wissenschaft geht es eigentlich? Es geht um die Wissenschaft des dialektischen Materialismus. Das ist der Kern der proletarischen Denkweise und wir überprüfen natürlich ständig, ob wir tatsächlich nach diesem dialektischen Materialismus vorgehen und lernen dabei die dialektische Methode. Die Dialektik wurde von Hegel entwickelt, die wurde von Beethoven vertreten, die wurde von Clausewitz vertreten, die wurde von Goethe vertreten, die wurde von Karl Marx materialistisch begründet und weiterentwickelt. Die Arbeiterklasse ist die Erbin dieser neudeutschen Philosophie und wir haben uns diese Wissenschaft eigen gemacht, weil es die tauglichste Wissenschaft ist, der Wirklichkeit auf den Grund zu kommen. Und das kontrollieren wir natürlich und machen auch Selbstkontrolle, ob wir das richtig begriffen haben. Das ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ist das nicht zulässig hier in Deutschland? Wo leben wir hier eigentlich? Hier beschäftigen sich mehr mit Syrien, mit Libyen, mit was da alles vor Potentaten rumrennt. Aber was machen die denn in Politik? Jetzt darf man doch nicht mal mehr wissenschaftlich arbeiten. Das wird als Sekte ausgegeben, mit uns nicht. Ich bin gespannt auf diesen Prozess. Ihr könnt das alle verfolgen. Aber für uns ist es viel wichtiger, dass wir diese Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit führen. Ich hoffe, dass dieser Prozess auch dazu beiträgt, dass wir in der Öffentlichkeit diese Auseinandersetzung führen und den Antikommunismus überführen als undemokratische, faschistoide Methode, die eigentlich mit einer wirklich demokratischen Rechte und Freiheit nichts zu tun hat. Also, Glück auf. Ja, ich freue mich, dass so viele hier sind, weil nur mit Öffentlichkeit macht so ein Prozess ja auch Spaß. Außerdem gehört ja auch dazu die Öffentlichkeit. Es wird ein interessanter Prozess. Wir haben ja jetzt die Klageerwiderung vor kurzem bekommen. Das ist, ich sag mal so, in juristische Form gekleidetes Verfassungsschutzdossier. Sie legen alle angeblichen Meinungsäußerungen mit Verfassungsschutzberichten, die Sie selber geschrieben haben. Der Herr van Hüllen war also Referatsleiter für Linksextremismus von 1987 bis 2006. Alle Berichte, die er anführt, sind aus dieser Zeit. Er zitiert sie also selber und sagt, das ist eine privilegierte Quelle. Es stimmt auch nicht, dass das nur Meinungsäußerungen sind. So abends im Wirtshaus sagt man ja schon mal, du Depp oder so. Hier geht es um angeblich seriöse Quellen, Schulbücher, die in die Schulen Eingang finden. Der Klett Verlag hat neulich ein Schulbuch rausgegeben auf derselben Linie. Der Verfassungsschutz macht eine Meinungsmache, eine Meinungsmanipulation gegen die MLPD, gegen den Stefan Engel, die weitgehende Folgen hat. Keine Medien bringen was über die MLPD. Bankenboykott gegen die MLPD, das geht alles auf solche angeblichen Meinungsäußerungen zurück. Das sind Diffamierungen, die man nicht zulassen kann. Wir haben bei dem Gerichtsprozess, das war ja der Gütetermin, das wurde ja schon mal deutlich, dass es eigentlich da unüberbrückbare Gegensätze in der Beurteilung der Sachlage gibt. Wir sagen ja, dass wir klagen ja vor allem, dass sie meinen, weil sie Antikommunisten sind und damit das eigentlich das Recht in der Hand haben, mit uns zu behandeln wie ein Dreck. Das tun wir ihnen also abschreiten. Also diese Sachlage, da sind sie nicht bereit davon abzugehen, aber ich hatte, also wenn ich das richtig deute, den Eindruck, dass sie ein bisschen eine Defensive sind. Dass sie das nicht alles halten können, was sie da drin behaupten. Dass sie in einzelnen Fragen vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht dann doch gemein oder so. Dass sie aber in der Kern der Sache weiter vertreten. Der Typ vom Verfassungsschutz, der 20 Jahre lang zu verantworten hat, dass diese Verfassungsschutzberichte mit der MLPD kommt, der hat ja sich geäußert. Die Methode, die hat er gleich bestätigt, die ich da vorneweg dargelegt habe. Ne? Genau die Methode, dann irgendwelche formellen Übereinstimmungen festzustellen zwischen Stalin und dann, und damit ist praktisch der Sohn ins Bild und was weiß ich, was alles bewiesen. Ich weiß gar nicht, das ist eine Methode, wenn die hier durchkommen würde, dann brauchen wir überhaupt keine Gerichtsprozesse mehr, dann brauchen wir nur noch irgendwelche Äußerungen von Leuten und dann kann man die also mit allen alles bezichtigen. Nur weil der Stalin mal irgendwas, weil in irgendeiner Biografie, die ich gar nicht kenne, was über den Stalin, also das ist ja sowas Abartiges, ne? Und da wir dann für den Stalin sind, müssen wir dann gleich für die Biografie sein und das wiederum, wobei ich eigentlich das Zitat, das dann in dieser Klageschrift stand über mich, ne,
Das hat einen ganz anderen Inhalt. Also ich meine, also die sind auch nicht sehr logisch, diese Leute. Diese Art von Wissenschaft, die uns hier vorgegaukelt wird, ne? Also die hat einen sehr geringen wissenschaftlichen Wert. Das nur nebenbei. Aber es hat ein Gewicht, weil die Leute bestimmen die Meinungsmache, die bestimmen, was in der Zeitung über uns steht, die bestimmen, wie wir politisch behandelt werden, wie Meinungen über uns, wie Meinung bilden. Das ist das zentrale Meinungsbildungsorgan der Verfassungsschutz. Und wir haben erlebt, wie die Leute zu ihren Meinungen kommen. Ne? Also die müssen nichts beweisen, die müssen einfach nur behaupten und dann irgendwo aus der Geschichte irgendein Zitat. Ne? Und also die Methoden, die sind schon hanebüchen. Aber ich glaube, was schon ziemlich deutlich geworden ist, wie da gearbeitet wird. Wie ich also sage, ne, also dann finde ich es also insgesamt schon mal richtig, dass wir das mit diesem Gerichtsprozess in die Öffentlichkeit tragen, die Auseinandersetzung. Das ist das Wichtigste. Es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen mit den Leuten. Wir werden das auch entsprechend dokumentieren, unsere Veröffentlichungen, damit man auch wieder arbeiten kann. Weil dieser Antikommunismus ist momentan das Haupthindernis, damit wir hier weiter uns verankern und im Parteiabbau und so weiter. Und damit muss man fertig werden und man muss das auch enthüllen, was das ist. Und in dem Sinn werden wir das hier dann auch weiterführen. Also ich kann dem nur zustimmen. Ich fand das auch ein wirkliches Lehrbeispiel, diese Verhandlung. Und hochinteressant, der Stefan fing an und führte aus die Methode, wie die in willkürlichem Konstrukt irgendwelche Sachen in geschichtlicher Analogie zusammenbasteln und damit aber auch Behauptungen aufstellen, die durch nichts belegt sind. Dann empören sie sich ganz furchtbar, das sei ganz schrecklich. Dann kommen sie dran und führen genau das vor. Es war ja auch hochinteressant, auf was sie sich inhaltlich fokussiert haben, nämlich diese Frage der Kontrolle. Erstmal sagte er, also Kontrolle, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Diese Art von Kontrolle, die wir haben mit in Betrieben und so weiter. Also die einzige gesellschaftliche Institution, die ich momentan kenne, die keine Kontrolle praktiziert und sich keiner Kontrolle aussetzt, ist der Verfassungsschutz. Das wäre mal das Erste, was hier zu sagen wäre. Und dann war total interessant, die behaupten ja, was zulässig sein müsse, ist zu sagen, dass physische und psychische Repression praktiziert wird. Und dann sagt er, jawohl, das muss man zulassen, denn ich zitiere, und dann liest er vor, die freie kameradschaftliche Diskussion, Kritik und Selbstkritik muss zulässig sein. Und sagt, und damit sieht man doch, dass das berechtigt ist. Also das ist dermaßen absurd, aber in der Öffentlichkeit kommt dann eben das Repressive an. Und das, was dem wirklich zugrunde liegt, ist im Grunde total konträr zur Repression einer freien Diskussion und Meinungsäußerung. Und ich persönlich bin ja im Stadtrat in Gelsenkirchen, was ich da erlebe an Repression und Unterdrückung anderer Meinungen und das vergleiche mit dem, was wir für eine lebendige, offene, vielfältige Streitkultur in der MLPD haben, da kann ich nur sagen, die müssten der Repression und physischen und psychischen Unterdrückung angeklagt werden. Und die MLPD müsste den Friedensnobelpreis kriegen für diese offene Diskussion und Streitkultur. Ja, vielleicht noch zu den paar rechtlichen Aspekten. Einmal war wichtig, dass die Kammer der Meinung ist, dass diese geheimdienstlichen Beweismethoden nicht hinhauen. Das haben sie nicht ganz deutlich gemacht, aber ziemlich gut durchblicken lassen. Also dass man hier sehenweise Verfassungsschutzberichte hier anschleppt, geht nicht. Dass man Bücher von irgendwelchen Verfassungsschützern zum Beweis nimmt, das geht nicht. Sie hat auch einmal ausdrücklich die Zivilprozessordnung angerufen, um sich von diesen Methoden zu distanzieren. Das ist schon mal wichtig, weil so eine, die Klageerwiderung, man kennt sie jetzt nicht schriftlich, sowas liest man sonst nie. Das ist ein Geheimdienstdossier gewesen, in anwaltliche Form gegossen. Zu streichen. Das zeigt auch die Defensive. Es war natürlich von Ihnen dumm, den Herrn van Hüllen mitzunehmen. Die haben auch dann selber gemerkt, dass er sich völlig vergaloppiert. Der ist das gewöhnt, dass man als Verfassungsschutzmann, der war ja einer der höchsten Leute, der machen kann, was man will, den größten Unsinn verzapfen, Antikommunist, ist das völlig egal. Die Richterin hat ihn dann gerettet, indem sie ihm dann das Wort entzogen hat.
Also das war schon. Und sein Anwalt hat ihn auch sofort zur Ordnung gerufen, er soll bitte schweigen, weil er natürlich genau das bestätigt, was der Stefan Engel gesagt hatte, wo die Richterin noch sagte, es wäre nicht neu. Da ging er dann gleich wieder auf den Kern und bedankte sich ja auch beim Herrn Engel, dass er endlich mal zum Kern der Sache gesprochen hat. Also der Mann war natürlich, der wollte hier offen politisch diskutieren. Das wollte das Gericht jetzt auch nicht so in größter Breite haben. Aber es wurde sich insgesamt hier gut durchgesetzt mit den Beiträgen von den Klägern. Und jetzt gibt es einen Verkündungstermin. Es wird aber kein Urteil geben, haben sie schon gesagt. Es wird irgendwelche möglicherweise einen Beweisbeschluss geben, dass die sagen, die Quelle Verfassungsschutzbericht reicht uns nicht aus. Okay, alle bedanken mich für eure Solidarität. Thank you.